Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Pressestatement mit Bundesminister Martin Kocher. Herr Bundesminister, bitte. Schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte ganz kurz über die Kurzarbeit berichten. Wir haben die Kurzarbeit als ganz wichtiges Kriseninstrument erlebt. Sie hat 1,3 Millionen Beschäftigungsverhältnisse in den Betrieben gehalten. Sie wurde von 120.000 Betrieben in Österreich genutzt. Es sind insgesamt über 11 Milliarden Euro zugesagt. Sie war damit auch das größte Kriseninstrument und ist das größte Kriseninstrument, um die Folgen der Pandemie, der Einschränkungen, die notwendig sind aufgrund der gesundheitlichen Lage am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft abzufedern. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, weil das viel zu selten passiert, mich ganz herzlich zu bedanken bei denjenigen, die das abgewickelt haben, das AMS, das Arbeitsmarktservice, die gerade zu Zeiten der Lockdowns, wo es hunderttausende Anträge gab, Großartiges geleistet haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben immer über die Kurzarbeit, es gab ja mehrere Phasen der Kurzarbeit, einen sehr, sehr guten Austausch mit den Sozialpartnern, mit allen Sozialpartnern gehabt, um die Kurzarbeit weiterzuentwickeln, abzuschätzen, wie es weitergehen soll. Ich möchte die Sozialpartner nicht vereinnahmen, aber ich glaube, es war sehr wichtig, hier so nahe wie möglich an den Betroffenen zu sein, um zu sehen, wie die Kurzarbeit auszugestalten ist. Und zu guter Letzt, glaube ich, ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch Dank zu sagen gilt denjenigen, die die Kurzarbeit finanziert haben, nämlich den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Wir haben, wie gesagt, 11 Milliarden zugesagt, mehr als 11 Milliarden. Und es war eine gemeinschaftliche Anstrengung. Die Bundesregierung hat mit den Sozialpartnern gemeinsam die Rahmenbedingungen hergestellt. Aber letztlich war es eine gemeinschaftliche Anstrengung, um in Österreich eine Massenarbeitslosigkeit aufgrund von Covid zu vermeiden. Wir hätten sicher im Laufe des ersten Lockdowns eine Arbeitslosigkeit in der Nähe von 1 Million gehabt und damit eine Arbeitslosenrate von an die 20%. Und das wäre tatsächlich auch aus gesellschaftlicher Sicht ein Desaster gewesen, aus meiner Sicht. Seit Sommer 2021 gibt es glücklicherweise wieder am Arbeitsmarkt bessere Zeiten. Wir haben im Sommer schon eine Rekordzahl an offenen Stellen gehabt. Die Arbeitslosigkeit ging rapide zurück, glücklicherweise, viel schneller als viele erwartet hatten. Wir haben mittlerweile eine Arbeitslosigkeit, die seit 2011 nicht mehr so gering war, wie sie jetzt Mitte, Ende Februar 2022 ist. Das ist bemerkenswert. Zum Beispiel 2016, da gab es keine Rezession. 2016, auch keine Gesundheitskrise, war die Arbeitslosigkeit um 100.000 Menschen höher, als sie jetzt im Februar ist. Und wir haben einen großen Mangel an Arbeitskräften in gewissen Bereichen aufgrund verschiedenen Auswirkungen der Pandemie. Und das hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit in Bundesländern unter 4% gesunken ist im Sommer. Wir haben einen Rückschlag erlebt im November, Dezember. Glücklicherweise war dieser Rückschlag am Arbeitsmarkt nicht mehr so stark. Wir haben gesehen, dass sich der Arbeitsmarkt einigermaßen immunisiert hat von der gesundheitlichen Entwicklung, aber dass es große Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Bereichen. Es gibt Branchen, wo es eben Einschränkungen gab, ganz besonders starke Einschränkungen, und es gibt Branchen und Betriebe, wo diese Einschränkungen nur sehr leicht zu spüren waren und die zum Teil sehr gute Geschäfte machen konnten. Im Jahresverlauf 2021 ist die Kurzarbeit um 360.000 Personen gesunken. Das ist bemerkenswert, trotz des Lockdowns im November, Anfang Dezember. Schritt für Schritt können wir jetzt glücklicherweise aus den Covid-Maßnahmen aussteigen. Die Einschränkungen für die Betriebe werden weniger und weniger, glücklicherweise. Gleichzeitig ist es natürlich notwendig, auch die Corona-Krisenmaßnahmen am Arbeitsmarkt und der Wirtschaft geplant und kontrolliert zurückzufahren. Das ist der entscheidende Punkt, geplant und kontrolliert zurückzufahren. Weil es noch Betriebe braucht, die diese Unterstützung brauchen. Wir können bei der Kurzarbeit allerdings auch keine Unterschiede machen, weil die Kurzarbeit eine allgemeine Maßnahme ist und es deshalb in der Kurzarbeit keine sektorale oder branchenmäßige Unterscheidung geben darf. Das würde gegen das EU-Recht verstoßen. Was heißt das? Wir können jetzt mit Ende März 2022 die ganz spezifische Corona-Kurzarbeit, die für Betriebe mit starken Einschränkungen geplant war und ausgerichtet war, wie geplant ausläufen lassen. Die reguläre Kurzarbeit läuft weiter. Das heißt, die ist bis Ende Juni bisher befristet und wir werden demnächst in Gespräche mit den Sozialpartnern eintreten,
um über die Verlängerung dieser Kurzarbeit zu sprechen. Es gab ja auch vor der Corona-Krise eine Kurzarbeit, aber es wird auch nach der Corona-Krise Kurzarbeit geben. Die Frage ist, wie sie genau ausgestaltet ist. Wir werden eine technische Anpassung vornehmen, das ist der entscheidende Punkt. Wir werden es möglich machen, die maximale Dauer der Inanspruchnahme der Kurzarbeit um bis zu 2 Monate zu verlängern. Warum ist das wichtig? Im Gesetz ist die maximale Inanspruchnahme der Kurzarbeit auf 24 Monate befristet. Das heißt, es gibt Betriebe, das sind knapp 4.000 Betriebe in Österreich, die mit Mitte März, Ende März an die Grenze stoßen würden dieser 24 Monate. Diese 24 Monate werden auf 26 Monate erhöht. Das wird heute im Ministerrat beschlossen. Das heißt, die Betriebe können bis Ende Mai noch die Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Allerdings die reguläre Kurzarbeit, nicht die Corona-Kurzarbeit. Aber die beiden sind für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer völlig identisch. Es gibt einen Unterschied bei der Entschädigung für die Betriebe. Die Maximaldauer wird also um diese 2 bis 2,5 Monate verlängert und wir werden natürlich weiter die Lage beobachten, wie immer, und wenn sich etwas ändert, wenn Notwendigkeiten sich ändern, dann werden wir anpassen. Aber ich glaube, das gibt jetzt den Betrieben, das ist der entscheidende Punkt, Planungssicherheit, es gibt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Planungssicherheit und das ist ein guter Kompromiss zwischen den zwei sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und sehr unterschiedlichen Herausforderungen, in denen sich Betriebe gegenüber sehen. Auf der einen Seite Betriebe, die noch Einschränkungen haben und die Schwierigkeiten haben, auf das Vorkrisenniveau im Umsatz, im Geschäft zu kommen. Und auf der anderen Seite Betriebe, die einen enormen Mitarbeiterbedarf haben, wo es Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel gibt und dadurch natürlich auch die Dynamik am Arbeitsmarkt wichtig ist und die Kurzarbeit nicht zu lange und zu umfangreich genutzt werden sollte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf um Ihre Fragen bitten. Da vorne ist gleich eine Frage. Ja, hallo, Peter Unger vom ORF. Welche Branchen werden das bis Ende Mai noch brauchen? Womit rechnen Sie da? Und die zweite Frage, Sie haben gesagt, Ende März laufen Maßnahmen langsam aus, möglicherweise auch die Gratis-Tests. Gibt es schon Überlegungen, was das für 3G am Arbeitsplatz bedeutet? Die zweite Frage, ich beginne damit, hängt davon ab, wie die Verordnung des Gesundheitsministers aussieht. Das kann ich nicht sagen. 3G am Arbeitsplatz soll auslaufen und damit ist klar, dass sich die Verantwortlichkeit auf die Betriebe verlagert und es gibt nicht Bereiche, und ich glaube, das macht es etwas schwieriger, es allgemein zu sagen, wo es weiter 3G geben muss. Das wird aber in der Verordnung des Gesundheitsministers geregelt und auf die müssen wir warten, da kann ich jetzt nicht vorgreifen. Was die Inanspruchnahme der Kurzarbeit betrifft, so sprechen wir von ungefähr knapp 4.000 Betrieben, die das bis jetzt, seit Beginn der Krise, seit März, Anfang April 2020 in Anspruch nehmen. Das sind ungefähr 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bekanntermaßen der Bereich der Nachtgastronomie, die besonders stark eingeschränkt wurde, Veranstaltungsbereich, zum Teil natürlich auch der Flugverkehr, wo es starke Einschränkungen gab, weil der Reiseverkehr international sehr stark eingeschränkt war. Das ist so ungefähr der Bereich, plus die Stadthotellerie, die besonders stark sich natürlich auf Events spezialisiert hat. Das sind nicht alle Stadthotels, aber einige bei Events, Kongressen, großen Hochzeiten und so weiter, gibt es natürlich noch Zurückhaltung. Die Hoffnung ist, dass das im Laufe der nächsten Monate sich auch normalisieren wird. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Frau Hirländer, bitte. Zwei Fragen. Erstens, wie sind Ihre Erwartungen bezüglich der Inanspruchnahme der Kurzarbeit jetzt noch in den nächsten Monaten? Und zweitens, Deutschland hat seit Beginn der Pandemie 42 Milliarden für die Kurzarbeit ausgegeben, Österreich 13. Das ist doch proportional deutlich mehr. Wie erklären Sie sich das? Und außerdem hat Deutschland die Corona-Kurzarbeit auch verlängert. Können Sie da bitte kurz auf die Unterschiede eingehen? Ich beginne mit der zweiten Frage, wenn ich darf. Die Corona-Kurzarbeit ist in Deutschland etwas anders ausgestaltet wie in Österreich. Es gibt andere Ersatzraten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das sind in Österreich etwas höhere Ersatzraten im Durchschnitt. Gleichzeitig gab es in Deutschland nie eine Kurzarbeit, die 100% der Kosten abgedeckt hat, wie es in Österreich die Corona-Kurzarbeit getan hat. Das sind also durchaus Unterschiede. Ich glaube aber auch, dass es durchaus begründete Unterschiede gab, weil Österreich aufgrund
der starken Exposition im Dienstleistungssektor, gerade im Tourismus, eben durch die Corona-Krise besonders stark betroffen war. Was in der Finanzkrise ein großer Vorteil war, war jetzt in der Corona-Krise aufgrund der Kontaktbeschränkungen, aufgrund der Ansteckungsgefahr ein Nachteil für Österreich. Deshalb war es auch notwendig, mehr für die Kurzarbeit auszugeben, um eben eine hohe Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Wir werden natürlich evaluieren am Ende dieser Phase, hoffentlich sehr bald, wie sich das ausgewirkt hat. Ich glaube, die Kurzarbeit hat auch dazu beigetragen, dass die Erholung in Österreich rascher war als in vielen anderen Staaten, weil Menschen natürlich Geld sparen konnten, weil sie nicht in Arbeitslosigkeit waren, sondern in Kurzarbeit und damit das Geld auch ausgeben konnten, wenn die Einschränkungen zurückgenommen werden konnten. Aber wie sich das Ganze ausgewirkt hat, ob sich das ausgezahlt hat, glaube ich, da muss man eine wissenschaftliche Studie abwarten. Die Unterschiede ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen. Die erste Frage hat sich bezogen, Entschuldigung, nochmal die Erinnerung. Die Erwartungen, genau. Wir haben jetzt im Moment 184.000 Menschen circa, die für Kurzarbeit vorangemeldet sind. Wir sehen, dass viele Betriebe das als Vorsichtsmaßnahme gemacht haben, weil sie nicht gewusst haben, wie sich die Lage entwickelt. Es war ja vor noch einigen Wochen unklar, wann der Höhepunkt der Omikron-Welle zu erreichen ist, wie schwer die Welle sein wird, wie hoch die Hospitalisierungsrate sein wird. Das heißt, es gab Unsicherheiten. Ich glaube nicht, dass mehr als maximal 70.000, 80.000 Fälle abgerechnet werden jetzt, obwohl es natürlich noch Schließungen gab, nach Gastronomie als Beispiel. Und ich glaube, dass in den nächsten Monaten die Kurzarbeit kontinuierlich zurückgehen wird. Wir haben das auch letzten Sommer gesehen. Schon im Juni war die Kurzarbeitszahl viel, viel geringer als noch im März. Dieses Mal kommt es vielleicht sogar etwas früher. Das heißt, wir kommen sehr bald in den Bereich, wo wir eine niedrige fünfstellige Zahl an Menschen in Kurzarbeit haben werden. Und dann werden wir sehen, wie die Kurzarbeit weitergeführt wird. Vieles hängt natürlich jetzt auch von anderen Faktoren ab, die jetzt nicht mehr in der Corona-Pandemie verortet sind. Deshalb bleiben wir flexibel. Wir wissen nicht, was in der Ukraine passiert. Aber wenn da nichts passiert, was die österreichische Wirtschaft massiv beeinträchtigt, dann gehe ich von einem konstanten Rückgang der Kurzarbeit in Anspruchnahme aus. Gibt es noch Fragen? Gut, wenn eben nicht so ist, vielen Dank. Danke, schönen Tag noch.